Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Erdbeerpflanze. Ihr erkennt sie deutlich an den Blättern und normalerweise an den Früchten. Bei den Erdbeerfrüchten, die ihr hier seht, später wenn sie rot sind wie diese, müsst ihr darauf achten, dass sie nicht direkt im Matsch liegen. Sollten sie am Boden liegen, ohne eine Schutzschicht dazwischen, also ihr könnt dazwischen Heu nehmen, Gras, irgendwelche Pappe oder ähnliches, sie dürfen nur nicht direkt aufsetzen. Wenn sie direkt aufsetzen, verfaulen sie normalerweise und es gibt entsprechend keine Erdbeeren mehr. Auch müsst ihr bei Erdbeeren darauf achten, dass ihr auch hier einen guten Schutz vor Schnecken habt, weil die auch gerne mal die Erdbeeren anfressen. Wenn ihr Erdbeeren erntet, achtet darauf, sie sollten nach Möglichkeit nicht wie diese schon stumpf sein, sondern auch eine leicht glänzende Schale haben. Da sieht man, dass sie noch richtig frisch und knackig sind. Wenn sie anfangen stumpf zu werden, sind sie meistens kurz davor faulig zu werden. Sind aber noch ganz gut essbar. Jetzt habt ihr eine Erdbeere weniger und ich wünsche euch viel Spaß mit der Suche nach weiteren Erdbeeren.